Hallo, wir haben das Jahr 2022. Die Saison ist durch und mit einer kleinen Drohne sind wir mal über den Platz geflogen. Stellt euch einfach vor, ihr fliegt mit. Es kann schön werden und wen es nicht interessiert, der blendet einfach aus, macht uns einfach aus, wenn ihr meint. Aber es ist eben so, es ist ein kleiner Platz und das ist der Anfahrweg. Da sieht man, ja, es ist nicht ganz so einfach, alles darzustellen, so auf Schlag. Und die Drohne selber kann nicht aufzeichnen, das würde ja nur summen. Und ja, es soll ja auch schön werden. Wir hoffen, euch wird's gefallen. Und wenn ihr dort schaut, dann zeigen wir euch immer, wo das genau ist auf der Karte. Und man erkennt dann schon, der Eingangsbereich ist nicht riesig groß, aber wer hier anreist, der kann rechts ranfahren an der kleinen Teerstraße. Manche Wohnmobile fahren ran und hoffen dann, dass die Schranke von alleine aufgeht. Das klappt nicht, weil wir müssen drücken. Und man kann auch manchmal aussteigen, einfach zu uns kommen und begrüßen. Diesen kleinen Piepmatz, da ist eine Kiefer abgestorben, der hat ein kleines Herzchen vorne drauf. Ja, der soll so ein bisschen für Erheiterung und Freude sorgen. Und vorne rechts seht ihr unser Maskottchen Doppeltinchen wegen der Doppeltürme. Die Kinder haben immer gesagt, es ist eine Kartoffel, es ist eine Rübe. Kinder haben die beste Fantasie. Und ja, die Schranke ist elektronisch. Man müsste dafür eine Schrankenkarte haben. Und dann hoffen wir, dass ihr, wenn ihr uns besucht, auch mit dieser Schranke vernünftig umzugehen lernt. Das ist ganz einfach. Hier kommt gleich die Rezeption. Die kleine Rezeption. Die Bank dort rechts hatte ein Freund von uns gebaut. Auf der Karte sieht man, wo sich das befindet, wenn man so rauffährt. Rechts ist der Müllplatz. Ja, fliegt weiter mit uns. Und diese kleine Teerstraße, die umfährt ganz hinten, sieht man nachher einen Spielplatz. Aber das sehen wir erst später. Ja, rechter Hand ist ein größerer Sanitärtrakt. Von vorne geht es meistens hoch, da haben wir die Duschen. Die kleine Kreuzung, wir haben sie noch nicht getauft, wir sagen immer am Bären. Also ist es jetzt die Bärenkreuzung. Ja, und da gehen natürlich einige Wege ab. Wir haben es nicht parzelliert und ihr seht immer, hier ist es. Ja, das sieht man natürlich dann auch schön auf der Karte, wie sich das alles so kartenmäßig verhält. Der Sanitärtrakt, der flache da ist. Ja, ich sage immer zum Pullern und zum Kacken. Kinder freuen sich am meisten darüber, wenn man das sagt. Die haben nie ein Problem damit. Und es ist ein kleines Problem. Wir haben Knaufe an den Türen, weil der Wanderweg ist öffentlich. Und ja, bei den Kosten, die sich jetzt langsam entwickeln, kann man nicht. Jetzt geht es erstmal weiter. Hier an dieser links geschnitzten Figur vorbei könnte man wieder ein wenig nach links gehen. Und da vorne, da ist nachher der Strand. Ja, ich konnte damit noch nicht gut mit steuern, mit dieser Drohne. Da musste ich immer wieder vor und zurück. Und also, ich bin nun nicht der Drohnenpilot und habe da auch keinen Bock drauf, das richtig zu lernen. Wir hatten dort recht gut wieder besucht. Und ja, dieser Weg geht direkt zum Strand. Im Hintergrund sieht man schon das kleine Rettungsgebäude, aber dazu kommen wir später. Es geht da direkt zum Baden runter und. Ja, wenn man so schaut, da kann man nachher ja auch rüber das Kloster beobachten. Und da hinten ist die Badeinsel. Ja, wieder auf der Karte. Jetzt sind wir direkt an einer kleinen Rettungshütte vorbei. Das ist die Steganlage, die die Gemeinde aufgestellt hat. Der Strand gehört uns nicht. Also wir bewirtschaften diesen Strand nicht. Ja, da sieht man wunderbar die erste Reihe, von der man den schönen Blick auf das Kloster hat, auf den See, auf den Strand. Kann auch mal nervig sein, wenn der Wind so richtig pfeift. Links, dieses kleine ähnliche Schwedengebäude, ist die Rettungshütte, das Ding. Da hat der Rettungsschwimmer zu DDR-Zeiten drin gesessen. Die Eiche, die musste gekappt werden, hat die Gemeinde gemacht, weil da trockene Äste drin waren. Jetzt fliegen wir mal wieder zurück auf den Campingplatz am Dobbertiner.
Ja, und das ist hier parallel zur ersten Reihe. In der zweiten Reihe stehen die Leute meistens sogar noch besser. Mal eine kleine Karte. Also man sieht jetzt, wie da es lang geht. Gleich werden wir mal die Vogelperspektive wahrnehmen. Richtung Sonne, Wasser. Kann man jetzt schlecht schauen, weil die Sonne von da so kommt. Und nun fliegen wir mal hoch. Wenn ich ein Vöglein wäre. Und da werde ich jetzt auch nicht viel dazwischen plappern. Weil einfach mal diesen Blick zu genießen ist ja auch angenehm. Man muss nicht alles begründen, beplappern. Ja, ab hier kommt jetzt der kleine Weg, die Teerstraße nachher von rechts von oben. Man sieht jetzt noch einmal wunderbar auf der Karte, wie, ja, wunderbar, wie die Kreuzung sich da so ergibt. Also von rechts käme man, wenn man die kleine Teerstraße weiterfährt. Da ist eine kleine Sitzgruppe da hinten, das ist immer am Biber. Da haben wir einen kleinen geschnitzten Biber. Und diese Sitzgruppenecke, die wird immer gern genutzt von Zeltern. Gut, da haben wir zwar mehrere Sitzecken, aber das ist so ein Standort, der bietet sich halt an. Ist ein bisschen schattig und auch so angenehm. Ja, da wo die jetzt stehen, da haben wir ein paar Treppen gemacht, so. Und ja, eine Wegkreuzung. Hier kreuzt sich das nochmal nach rechts nach unten. Da hinten im Hintergrund, das sieht man gleich, ist das Tischtennisgebäude. Also für schlechtes Wetter mal so eine Möglichkeit, Tischtennis zu spielen. Und im Hintergrund sieht man die Landzunge. Das wird immer die Landzunge genannt. Und die hier ist übrigens eine nächste Sitzgruppe von uns. Und Zelter haben bei uns dieselben Rechte. Wir freuen uns auch über Zelter. Aber Zelter sind Ursprungscamping. Jetzt kommt gleich ein Adler, den wir dann dort. Wenn man hier so rüberfliegt, das ist der öffentliche Wanderweg, der parallel zum Ufer lang geht, ist ja auch richtig. Wir haben keinen Zaun, also kein Ghetto oder sowas. Und ja, da stehen auf dieser kleinen Landzunge, die wir da links haben, stehen immer gern Angler und Leute, die es sehr gerne mit absolut mit Wasser haben. Allerdings kann da der Wind auch ganz schön pfeifen. Und wir lassen auch gerne mal
Bäume und Äste wachsen unbedingt, weil die nehmen ja auch den Wind. Und windig kann es am See immer mal werden. Ja, da bin ich noch ein bisschen beim Steuern und immer unsicher. Man sieht ja, also so richtig gut kann ich das Ding nicht bedienen. Aber diese Drohne, die macht vieles alleine. Also die weicht auch mal einem Hindernis aus und bleibt einfach auch mal stehen. Ja, da sind wir ziemlich weit unten. Und da ist nun wieder die kleine Ecke, wo gerne die Zelte auch stehen. Am Biber lang, da ist der Biber da rechts. Und das ist er. Und dieser Weg geht jetzt runter und der geht auch zum Bungalow 1 und 2, zu dem wir nachher kommen. Hier hinten, da ist jetzt eine Feuerschale zu sehen, die wir sonst nie da haben, weil wir uns einfach sagen, die Leute, die Angst haben vor Funkenflug, denen müssen wir das nicht antun. Außerdem haben wir jedes Jahr selbst so eine Hitze, dass wir nicht unbedingt mit Funken und mit Feuer so viel machen können und wollen. Hinten ist wieder so eine Sitzgruppe. Na, die Feuerschale, deswegen habe ich es nochmal geschrieben, weil Leute würden wirklich Angst kriegen. Das ist unten. Hier hat man eigentlich die größte Ruhe. Wenn man Ruhe haben möchte, dann ist das schon in Ordnung. Dauercamper haben wir immer so platziert, dass die das Panorama haben, die das die ganze Zeit, aber dass die Touris dann tatsächlich da sind. Und da sieht man es auf der Karte unten und dann geht es nachher nach rechts hoch. Jetzt erstmal aus der Vogelperspektive mal schauen, wie schön das ist. Also das sind halt absolute Perspektivunterschiede. Deswegen, von der Drohne war ich nachher begeistert. Zum Anfang wollte ich keine haben, aber ich gedacht, was soll ich mit dem Scheiß? Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage. Aber da ist der See spiegelt sich wieder und Nebel. Das ist wunderschön. Ja, was die Vögel alles so sehen. Ja, da war der Ort Dobbertin. Danach gegenüber ist der Buchholz. Das gehörte früher auch mit zum Klosterpark. Ja, und mal so von oben so geschaut. Es war ganz interessant, das so zu sehen. Hier übe ich wieder irgendwie das zu steuern. Man sieht auch die unterschiedlichen Baumarten, die etwas helleren, diese gräulicheren, das sind dann Robinien. Ja, da fahren wir da mal hoch. Die Ulme, die direkt da vorne ist, das ist ja Bungalow 1 und 2, die Behindertengerechten, die sind gar nicht schlecht. Ja, oben ist wieder ein Dauercamper, da sieht man das nochmal auf der Karte, bumm, und jetzt geht's zurück. Also aus Richtung Eingang, so mal gesehen. Ja. Ja, diese kleine Straße, diese kleine Teerstraße da, die Linien, das ist im Prinzip die Grenze zu der Bungalow-Siedlung, die nicht zu uns gehört. Und da werden wir jetzt mal landen, sonst würden wir nämlich die Leute dort auch durchkurven, deswegen gibt es dort ein Tor. Und da sind wir unten an der kleinen Teerstraße am Ende. Rechts ist ein Hänger, wo wir manchmal etwas Laub lassen. Rechts, das war mal ein Imbiss. Und da haben wir den Überblick, blum, und da sieht man, dort befinden wir uns. Ja, dieser Imbiss, der ist nicht so richtig gelaufen, wie es aussieht. Da haben wir jetzt Boote drin. Das ist ein Lagerplatz. Jetzt haben wir den noch schick angemalt. Links ist der Spielplatz, obwohl wir Möglichkeiten für Kinder überall haben. Aber überall auch immer mal diese überdachten Sitzgelegenheiten. Schaut man sich um und das da hinten nennt man die Spielplatzwiese aus dem Grunde. Weil der Spielplatz in der Nähe ist. Das ist immer eine Schnellsicht zu verständigen. Bungalow 3 und 4. Das ist die wärmste Ecke, also im Frühjahr ist das immer sehr beliebt, das Ding. Man hat zwar nicht den direkten Blick aufs Wasser von dem Bungalow aus, von dem anderen schon, aber es ist schön. Mal von oben geguckt, ja, ist mal angenehm. Thank you.
Ja, und da biegen wir noch mal rechts beim Bären ab und begeben uns in Richtung rechte Strandseite. Ist ein kurzer Weg, aber eben diagonal durch, wo man nachher direkt zu dieser Skulptur kommt, die aus einer Eiche entstanden ist, die oben nur noch mit Ästen um sich geworfen hatte und aus diesem Grunde gekappt wurde durch die Gemeinde. Ja, das in dieser Höhe war dann der Stamm zu Ende und da habe ich aus dem Stamm jemanden herausgesägt, der da schon seit 2011 sitzt und der hat echt Sitzfleisch oder besser gesagt Sitzholz. Es ist wieder am Strand und wir haben uns eigentlich wieder zurückbegeben in die Nähe dort. Ja, dann sieht man das noch mal auf der Karte, wo das ist. Ja, da waren wir. Da sind wir schon einmal dran vorbei. Jetzt mal von hinten das Ding. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt nähert sich dieser Film dem Ende. Und es war schön, dass ihr zugehört habt und zugeschaut habt. Wir wünschen euch alles Gute, ja?